Hallo, guten Tag, Morning Talk, Mittwoch, der 9.12.2015. Ah, alles fliegt da weg. Mein USB-Stick hier, schon ganz kaputt. Ja, ich kann euch mal zeigen, den habe ich mal bekommen. Zu Sims 3 Collectors Edition war das. Das ist ein 4 GB-Stick, ich muss ihn so halten. Denn normalerweise müsste das so einfach aufgehen, zack, fertig. Aber das Ding, das hält nicht mehr. Irgendwann mir mal hier runtergefallen. Jetzt hält dieser Kleber irgendwie nicht mehr. Ich kann es zwar immer hier so schön dran pappen, aber hält nicht. Ich kann tun, was ich will, es hält einfach nicht. Ich meine, ich könnte neue Kleber drauf machen, aber habe ich keinen Bock. Gestern, der Morning Talk war ja komisch. Das war, müsst ihr euch nochmal angucken, ich sage euch nicht, was war oder so. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es war eine spontane Aktion, die dann im Nachhinein sogar ganz gut geworden ist. Habe ich nicht gedacht. Timo auch nicht. Deswegen, guckt es euch mal an. War cool. Guck gerade, mein Lippe ist voll kaputt. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja, da ging auch nur 2 Minuten, weil ich habe das dann... Nochmal, ich sehe mich ja genau hier jetzt. Da, wo ich hingucke, ist das Bild von mir. Das habe ich weggemacht, dass ich nicht anfange zu lachen oder was auch immer. Das hat gut funktioniert. Finde ich super. Wir haben gestreamt. Wie gesagt, wir haben Hearthstone gezockt. Wir haben so ungefähr fast 4 Stunden oder war das länger? Ich weiß nicht, aber es hat Spaß gemacht. Hätte ich nicht erwartet, dass es so Spaß macht. Hearthstone, wie gesagt, ich bin jetzt nicht schlecht, aber ich bin noch nicht gut. Wir haben es dann aber geschafft auf Rang 15, beide, mit beiden Accounts. Ich habe auch dann noch nachts ein bisschen mit meinem Free-to-Play-Account gespielt. Da bin ich Level 11 mit meinem Jäger. Das ist nicht viel. Weil ich jetzt erst seit 3 Tagen den Account habe oder so. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen, wo ich wirklich sage, ey, da wird kein Geld ausgegeben, nix. Weil auf meinem normalen Hauptaccount in Hearthstone habe ich halt schon einen Haufen Geld ausgegeben, damit ich die Karten habe und so weiter. Da bin ich auch, ja, wie gesagt, ich habe eigentlich so gut wie alle Karten, die ich brauche für meine Decks. Da sind jetzt nicht viele, die fehlen. Und die fehlen, die habe ich mit Dust, Staub, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, hergestellt. Das kann man ja auch zum Glück machen. Werden wir auf jeden Fall wiederholen. Ich habe zuerst mit der Idee, jetzt sind wir beide Rang 15. Jetzt ist es im nächsten Stream, müssen wir beide Accounts auf Rang 10 machen. Weiß ich nicht, ob wir das machen. Das kommt natürlich auch auf die Zeit drauf an. Nächste Woche ist halt komisch, weil ich weiß nicht, ob der Marianos und ich streamen nächste Woche Star Wars. Kommt halt drauf an, wann er frei hat. Und wann ich halt Zeit habe. Meistens passt. Weil morgen, Mittwoch, ist Star Wars Tag. Um 23.45 Uhr. Am 16. Das ist genau noch eine Woche. Boah, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Das wird genial. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das machen. Aber gutes Thema Star Wars. Ich bin am Überlegen, Film und Serien, Spiele und was weiß ich, Reviews zu machen. Frage ist, ich habe im Internet geguckt, ich darf ja nicht einfach das Material von denen benutzen, wie Trailer, so wie ich das hier mache, aber hier ist es halt noch irgendwie okay. Aber wenn ich dann richtige Reviews mache, wirklich dann mich dahin hier hinsetze, 10 Minuten und länger, und dann, was weiß ich, ich rede dann über irgendwas und will dann die Szene kurz zeigen oder nur ein Bild davon, gibt es wahrscheinlich Ärger. Und ich habe geguckt, muss man sich irgendwie Lizenzen kaufen von den jeweiligen. Aber ich finde einfach nichts. Deswegen versuche ich es einfach mal. Weil das würde ich gerne machen, so Reviews. Einfach ohne das ganze Material. Einfach hier sitz und laber. Nur will ich das jetzt nicht von Filmen machen, die ich schon vor einem halben Jahr geguckt habe, sondern das soll frisch sein. Das ist. Am besten ist es natürlich, ich guck's, setze mich dann hier hin und mach das Review. Dann ist es frisch. Ob ich das hinkriege, keine Ahnung, aber ja. Schreibt mir die ganze Zeit, lasst mich in Ruhe. Aha. Ich sag's mal.
von Timo. Mr. Holmes lief in der Sneak. Die Hälfte meiner Top 15 liefen in der Sneak. Ja, schön. Ist mir wurscht. Wo war ich denn jetzt? Reviews, genau. Habe ich eigentlich alles gesagt, oder? Habe ich alles gesagt. Jetzt hat er mich rausgebracht, nur weil ich mein Handy nicht laut ausgestellt habe. War ich. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint. Werde ich nicht morgen ein Video rausbringen, weil ich sitze jetzt schon seit 3-4 Tagen dran und überlege, wie ich es mache. Ich habe sogar schon ein bisschen Material zusammengesammelt, was ich denn so zeigen könnte. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie das wird. Ich meine, das wird natürlich eine neue Rubrik bei mir, aber ich werde dir keinen Namen geben, so wie Boccalone Review oder so ein Kack. Ich sag dann einfach Film XY Review und bitteschön. Aber wie gesagt, das muss ich noch planen und halt gucken, ob ich das irgendwie machen kann, dass ich wirklich Szenen von den Filmen und Bilder hier mit einfügen kann. Wie man es halt gewohnt ist von größeren Sachen. Die haben natürlich eine Lizenz, das ist klar. Nur, wie kriegt man so eine? Bei Let's Play ist es ja eigentlich genauso. Gehst du hin, sagst du Electronic Arts jetzt zum Beispiel, ja, ey, ich würde gerne Let's Playen. Da schicken die dir eine E-Mail, sagen, ja, ist okay. Solange ich nicht Material verwende, wo sie sagen, nö. Ansonsten ist es ihnen okay. Auch mit Monetarisieren und allem. Müsste eigentlich doch theoretisch dann auch das bei Disney gehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob ich was finde. Wenn nicht, dann mache ich es halt wirklich so, wie ich gesagt habe. Einfach ohne Bildmaterial. Einfach labern. Ja, dann spontan gebabbel. Hoffentlich wird's was, dass man jetzt den Games-Jahr 2015, Films-Jahr 2015 bald aufnehmen. Pen and Paper. Ich weiß nicht, was los ist. Wollte ich heute auf die Platte machen, damit ich heute dran arbeiten kann. Auf einmal stand da, ja, die für eine Datei, die 4 GB groß ist, brauche ich 26 Stunden, bis es auf dem PC ist. Da dachte ich mir, ja, du kannst mich mal. Habe ich ein paar Stunden gewartet, selbe Problem und so weiter und so weiter und ja, ich habe keine Ahnung. Ich mache mal hier mit. So. Wisst ja natürlich jetzt nicht was, aber ist egal. Ah, das kann ich sagen. Mein Fernseher hat heute ein Update bekommen. Ich weiß nicht, was es kann. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine E-Mail bekommen von Twitch, dass jetzt auf Android-TVs, was ja jetzt zum Glück ist, Twitch läuft. Also ich muss erst die App runterladen, aber die ist richtig gut gemacht. Richtig genial. Da könnt ihr sehen, hier jetzt ist mein Bild und hier nebendran läuft der Twitch-Chat. Und du kannst schreiben. Direkt, ich meine, mit der Fernbedienung ist es ein bisschen blöd, aber dafür hat man ja dann das iPhone oder das iPhone. Ja, das Handy oder das Handy oder das Tablet, wo ihr dann schnell tippen könnt. Jetzt kann ich das mit meinem, das geht. Finde ich eine coole Sache. Da kann ich jetzt 100 Streams auf einmal gucken. Zum Beispiel, wenn hier bei Rocket Beans, was immer läuft bei mir, wenn da mal was Gescheites läuft, so wie gestern Chat-Duell und Terra-Teal, das waren geile Sachen, kann ich die hier hinmachen und gucken. Ja. Dann habe ich Let's Play angekündigt, Eloa. Ich glaube, da bin ich mit dem Tag falsch. Das heute, nicht gestern, heute. Heute um 17 Uhr, das ist alle zwei Tage. Nicht ganz alle zwei Tage. Ist, weil Star Wars dreimal kommt, also Dienstag, Donnerstag und Samstag, weil ich das mit Mariano so geklärt habe, kommt am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine Folge von Eloa raus um 17 Uhr. Ja, also heute. Nicht gestern, heute. Auch um 17 Uhr, könnt ihr euch drauf freuen. Muss ich noch aufnehmen. Star Wars ist heute dran, Livestream. Yay! Heute ist wieder los um 20.30 Uhr. Kommt natürlich auch wieder ein extra Video raus. So wie ich es immer mache auf meinem Kanal. Auf Facebook und Twitter werde ich es auch nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, 20.30 Uhr geht's los. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
mit Mariandos. Ich werde. Das war neben, das haben wir dann irgendwie so spontan dann im Twitch-Chat ein bisschen so gemacht. Oder hatte ich die Idee? Es gibt ja Multi-Twitch, wo man zwei Kanäle gleichzeitig gucken kann, weil wir haben uns gegenseitig immer die Zuschauer geklaut. Irgendwann waren die mal bei mir auf dem Kanal, dann waren sie wieder bei ihm. Irgendwann hatten. Es war nie so ein gemischt. Einmal waren sie bei mir, einmal bei ihm und halt so hin und her. Bei Multi-Twitch sind sie aber beide. Und wenn sie dann mit einem chatten wollen, kann man den Chat ja immer so hin und her switchen. Das ist ja, das geht ja. Das ist cool. Und mein Twitch-Chat funktioniert. Mein Twitch funktioniert überhaupt nicht. Das laggt ohne Ende. Und das mit der Leitung, die ich habe. Ich lade doch nichts runter, ich weiß nicht, was los ist. Habe ich hier bei Steam was an? Ich mache Steam mal aus. Warum ist das überhaupt an? Ja. Okay. Sonst war's das. Wie gesagt, 20.30 Uhr. Star Wars, The Old Republic. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren irgendwo bei irgendwelchen Heldenquests auf Level 18, 19. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mit meinem anderen Charakter ein bisschen weitergespielt. Der ist jetzt Level 52 und mein Kopfgeldjäger habe ich mal ein bisschen weitergespielt. Der ist jetzt auf einmal. Dann habe ich jetzt auf den Server drauf gemacht. Der ist jetzt Level 62 oder 61. Ich weiß es nicht. Cool. Ja, also wir sehen uns dann heute Abend. Hoffentlich. Ansonsten halt Eloa gucken heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Get your life.